Sushumna-Aktivierungsatem. Eine einfache und machtvolle Praxis, um die Chakras zu aktivieren, die Sushumna, die feinstoffliche Wirbelsäule zu aktivieren, Prana zu spüren. Eine Atemtechnik auch zwischendurch für den erfahrenen Yoga-Übenden. Du kannst diese Übung im Sitzen machen oder auch im Stehen. Sitze oder stehe ganz gerade. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Du kannst dabei entweder nur mit dem Bauch atmen oder, wenn du die Bauchatmung gut beherrschst, auch den vollständigen Yoga-Atem üben. Beim nächsten Einatmen geh mit dem Bewusstsein die Wirbelsäule entlang hinunter zum Beckenboden-Steißbeinbereich. Beim Ausatmen über die Wirbelsäule Mitte des Kopfes über Stirn weit nach vorne. Einatmen von vorne über Stirn, Mitte des Kopfes, Wirbelsäule hinunter zum Beckenboden-Steißbeinbereich. Ausatmen über die Wirbelsäule hoch bis Mitte des Kopfes, Stirn weit nach vorne. Einatmen von vorne über Stirn oder Punkt zwischen Augenbrauen, Mitte des Kopfes, Wirbelsäule entlang hinunter zum Beckenboden-Steißbeinbereich. Ausatmen, Wirbelsäule hoch, Mitte des Kopfes und über die Stirn nach vorne. Atme dabei durch die Nase ein, von vorne über Stirn, Mitte des Kopfes, Wirbelsäule bis Beckenboden, Steißbeinbereich. Ausatmen, Wirbelsäule nach oben und Mitte des Kopfes, Stirn weit nach vorne. Wenn du willst, stelle dir eine Lichtkugel vor, die von vorne in den Kopf erleuchtet, die Wirbelsäule hinuntergeht bis Beckenboden, Steißbeinbereich. Ausatmen, die Lichtkugel nach oben, die Wirbelsäule entlang über Mitte des Kopfes, Stirn nach vorne. Einatmen, Lichtkugel von vorne, Mitte des Kopfes, Wirbelsäule entlang hinunter, Beckenboden, Steißbeinbereich. Ausatmen, Wirbelsäule nach oben, Mitte des Kopfes, nach vorne. Wenn du willst, auch mit deinem persönlichen Mantra, Bewusstheit und Mantra nach unten geben. Und ausatmen, Bewusstheit und Mantra nach oben und über Stirn nach vorne. Übe so ein paar Mal. Wenn du willst, integriere auch die sanft hörbare Ujjayi-Atmung oder auch Mula Bandha. Du kannst aber auch die Zungenspitze, den Gaumen entlang nach hinten geben zum kleinen Kechari Mudra. Und spüre so dieses machtvolle Prana in dir aktiv werden. Jetzt lasse den Atem sanft fließen. Gib die Zungenspitze an die Mitte des Gaumendaches. Bringe deine Konzentration zum Sahasrara-Chakra, Scheitelgegend und Raum darüber. Lächle nach oben und fühle dich verbunden mit deiner göttlichen Wirklichkeit. Om Shanti. Das war Sushumna Aktivierungsatem, ein Praxisvideo von www.yoga-vidya.de. Jana, Nanda hinter der Kamera und Sukadev danken dir fürs Mitmachen und wir hoffen, du hattest eine schöne Erfahrung. Für manche Menschen ist dieser Sushumna-Aktivierungsatem sehr machtvoll und sie üben ihn gerne auch in den Asanas, zwischendurch im Alltag, sogar wenn sie irgendwo stehen oder auch beim Autofahren. Du
kannst mit diesem Sushumna-Aktivierungsatem immer wieder deine Wirbelsäule öffnen, deine Chakras aktivieren. Wenn du sehr aktiv dabei bist, verzichtest du auf den letzten Teil, Sahasrara-Chakra und Kechari und Kevalakumbhaka. Manche Menschen fallen dann schnell in einen tiefen Meditationszustand, was im Alltag nicht immer angemessen ist. Übrigens auch während langer Besprechungen, wenn du nichts Großartiges beizutragen hast und der Chef wieder seine endlosen Monologe von sich gibt, musst du dich nicht ärgern, sondern du kannst dich freuen über die Gelegenheit, Sushumna-Aktivierungsatem zu üben. Du musst das allerdings dann noch mit Tratak verbinden, den Chef nämlich anschauen und lächeln. Und so hast du die Zeit gut genutzt für viel Praxis. Und vielleicht wird dein Chef dann auch Prana bekommen und dann etwas mehr Freundlichkeit haben können. Genauso auch, wenn du irgendwo in einem Vortrag bist und du spürst irgendwo, dass der Vortragende nicht genügend Power hat, statt gelangweilt wegzugucken oder noch schlimmer den Raum zu verlassen und den armen Vortragenden in seinem Elend zurückzulassen, könntest du stattdessen Sushumna-Aktivierungsatem üben und gleichzeitig über das dritte Auge die Energie zum Vortragenden hinbringen. Oder auch zu einem Patienten, zu einem Menschen, dem du Energie schicken willst, deinem Partner, deinem Kind oder wer auch immer. Sushumna-Aktivierungsatem aktiviert alle 6 Chakren. Du kannst es auch zwischendurch verbinden mit der Vorstellung, dass dann auch vom göttlichen Licht in das hineinkommt. Und dann kannst du über Stirn oder Augen oder drittes Auge diese Energie entweder ins Unendliche bringen oder auch zu einem konkreten Menschen oder zu einer Gruppe von Menschen. Sushumna-Aktivierungsatem ist jetzt nicht ganz für Anfänger. Du solltest schon Grundatemtechniken kennen, aber obgleich dieser Sushumna-Aktivierungsatem jetzt erscheint als eines der Videos der 5. Wochen des fortgeschrittenen Pranayama- und Kundalini-Yoga-Kurses von Yoga Vidya, ist es eigentlich eines der wenigen Videos aus diesem Kurs, das auch von weniger Geübten geübt werden kann. Alles Gute und vielleicht magst du ja auch mehr Informationen dir holen auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de.